Ja, wenn ich die Rolle so positioniere, müsste ich die andere Seite der Werft erreichen. Diese Holzplanken werden durch ein Gut, Zeit, unsere Ersatzbrücke auszuprobieren. Schnappen wir uns das Mädchen und hauen wir ab. Im Gleichgewicht. Ich bin immer im Gleichgewicht. Ob es der Whisky ist oder Holzplanken, das ist ganz egal. Mein Leben ist immer im Gleichgewicht. Das sind die Schottwände der Werft. Ihrer Größe nach zu urteilen, bauen die hier nur kleine Boote. Was auch immer in diesen Fässern aufbewahrt wird, ich bin ziemlich sicher, dass man es nicht mehr verwenden kann. Boote, die zum Glück nie zum Einsatz kommen werden. Das Holz ist schon am Verrotten und die Nägel sind komplett verrostet. Solange dieses Fass dasteht, kriege ich die Tür nicht auf. Das wiegt vermutlich doppelt so viel wie ich. Unmöglich zu bewegen, solange es voll ist. Vielleicht könnte einer dieser Nägel nützlich sein. Ich kriege den Nagel nicht raus. Der Rost scheint ihn noch nicht völlig zerfressen zu haben. Sieht immer noch brauchbar aus. Wenn ich ein Loch unten reinmache, kann ich es ausleeren. Wenn es erstmal leer ist, sollte ich es eigentlich problemlos bewegen können. Gut, jetzt kann ich endlich diese verdammte Werft verlassen. John. Oh. Du hier? Wohin gehen? Kein spezielles Ziel. Mach den Motor an. Wir müssen schnell hier weg. Schnell? Was passiert sein? Du wieder in Schwierigkeiten? Genug gefragt. Bereite dich aufs Losfahren vor. Ich muss noch schnell was vom Hof holen und wir machen uns auf den Weg. Mir nicht gefallen. Du gehen zu Hafen ohne Mädchen und jetzt Mädchen in meine Taxi. Das ist nicht dein Taxi. Oh. Du immer zu Haare spalten. Aber egal. Ist nicht normal. Das finden Mädchen in Hafen. Im Hafen es gibt Fisch, Boot, Stadtstreicher. Nicht Mädchen. Im Hafen findet man alles, was übrig geblieben ist. Bis jetzt habe ich eine Leiche und ein Mädchen gefunden. Vielleicht hatte jemand anders, ja, mehr Glück. Du musst zur Polizei.
ich nicht will beschuldigt werden für Entführung. Wegen dir. Vergiss die Polizei und fahr. Ach, nutzlos mit dir zu sprechen. Das habe ich schon öfter gehört. Aber die Leute probieren es immer wieder. Und du mir immer noch nicht sagen, wohin fahren. Jemand sucht nach diesem Mädchen. Und es sieht so aus, als würden sie dafür alles riskieren. Sie mit nach Hause zu nehmen, wäre dumm. Man braucht wirklich nur ein halbes Hirn und ein Telefonbuch, um rauszufinden, wo ich wohne. Darum brauche ich einen sicheren Ort. John, du wartest hier und passt auf die Kleine auf. Jetzt, ich bin auch Babyaufpasser, oder wie? Klar, du kannst schon mal für die Zukunft üben, wenn du selbst Kinder hast. Ich schon habe Kinder, aber weit weg sind. Du hast sie in China zurückgelassen. Nein, in Detroit. Sie haben chinesisch Restaurant, haben faire Preis, auch. Sicher. Jetzt pass auf die Kleine auf, okay? Gretas Laden ist geschlossen. Greta! Verdammt, Greta, wo bist du? Wer ist da? Greta, ich bin es, Jack. Jack? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ich weiß, Greta, aber ich brauche deine Hilfe. Kannst du dich nicht entscheiden, mit welcher Marke Whisky du dir die Lichter ausschießen willst? Vergiss den Alkohol, mach die Tür auf. Erst sagst du mir, was du hier mitten in der Nacht treibst. Mach auf und ich sag's dir. Die Tür bleibt zu, bis du mir einen wirklich guten Grund gibst, sie zu öffnen. Du, du, da, da. Was war das für ein Geräusch? Der Grund für meine nächtliche Störung. Das war doch ein Kind. Was ist hier los? In was für eine Geschichte bist du jetzt wieder reingeraten? Lass mich rein und ich erzähl dir die ganze Geschichte. Während ich die ganze Chose erzähle, versorgt Greta meine geplatzte Lippe. Der Affe am Hafen hat mir fast den Kiefer rausgedroschen. Ich erzähle ihr von Sean, dem Mädchen und warum ich hergekommen war. Nachdem ich sie überzeugt habe, stimmt sie zu, sich um das Mädchen zu kümmern. Als sie damit fertig ist, meine Wunde zu reinigen, bringt sie das Mädchen nach oben und lässt freundlicherweise eine Flasche Whisky auf dem Tisch stehen. Ungeachtet dessen, dass meine Lippe wieder anfangen könnte zu bluten, schütte ich ein paar Gläser herunter. Ich muss mich entspannen. Und nichts entspannt mich besser als ein guter Whisky. Komm schon. Wach auf. Wir müssen an Bord gehen. Schiff. Stimmt. Wir müssen ein Schiff erwischen. Mit Schalldämpfer. Die leiseste Methode, um bestimmte Geschäfte zu erledigen. $50. Rye Whisky. Meine tägliche Dosis Glückseligkeit. Saint-Marie. Das ist das Einzige, was ich hier auf der Serviette lesen kann. Den Rest kann ich nicht entziffern. John Ford. Geboren 1898 in Portland. Das merke ich mir besser. Das wird für eine lange Zeit meine neue Identität sein. Das Büro des Hafenmeisters. Geht's hier aufs Schiff? Jungchen, hat dir keiner gesagt, dass du höflich Hallo und Bitte sagst, bevor du jemanden was fragst? Ich hab's wirklich eilig. Oh ja, klar. Die Jugend von heute. Immer ungestüm, immer in Eile. Nie mach dir mal was bis zu Ende. Die Dinge brauchen Zeit. Das sage ich immer. Sonst kommt da am Ende ja nichts gescheitert bei raus. Ich werd's mir merken, aber jetzt muss ich hier wirklich an Bord gehen. Jungchen, ich hab keine Ahnung, was du mit der Kleen hier willst.
Das ist hier kein Touristenhafen. Das hier ist ein Ort für Seemänners und Fischer. Und du bist keiner. Das riech ich. Wenn du ein Ticket für eine Touristenschaluppe kaufen willst, je nach Riverside. Für ein paar Mäuse kannst du da mit ganz feine Seemänners reisen. Die zeigen euch dann die Stadt vom East River aus und erzählen feine Geschichten über New York. Genau das Richtige für euch Touristen. Ich bin kein Tourist, wir müssen die Stadt verlassen. Von hier aus. Jetzt. Hier kommst du nur als Seemann an Bord von der Kahn. Keine Bordpapiere, kein Zugang. Ich muss an Bord. Es geht um Leben und Tod. Das tut mir ja nur auch leid. Aber ohne Bordpapiere geht's hier nicht durch. Vergiss es. Ganz wie du meinst. Hier sind meine Papiere. Dein Name ist also John Ford, ja? Richtig. Aber es handelt sich lediglich um einen Fall von Homonymie. Ich will nur wissen, auf welches Schiff ihr müsst. Die Saint-Marie. Saint-Marie oder so, den Rest habe ich vergessen. Du meinst sicher die Saint-Marie de la Mer. Ich weiß ja, dass du kein richtiger Seemann bist, aber nächstes Mal sollst du dir das ein bisschen genauer merken, klar? Es wird kein nächstes Mal geben. Eins noch. Die Bordpapiere von der Kleine sind in Ordnung, aber ihr Name ist hier nicht geschrieben. Ist die Kleine deine Tochter oder was? Ja, sie ist meine Tochter. Wie ist denn ihr Name? Emily. Emily Ford. Na gut, die Papiere sind in Ordnung. Die Saint-Marie de la Mer wird in ein paar Stunden auslaufen. Danke. Viel Glück, Jungchen. Ich glaub, das kannst du gebrauchen. Ja, ja, kann schon sein. Jack. Jack? Jack? Es scheint, als macht dich die Kneipe in letzter Zeit müde. Das war nur ein Moment der Erschöpfung. Du hast einen Namen während dieses Moments der Erschöpfung genannt. Was für einen Namen? Du hast über eine Emily geredet. Wer ist Emily? Niemand. Ich hatte nur einen schlechten Traum. Apropos, hast du dich um das Mädchen gekümmert? Ja. Sie schläft im Moment friedlich in meinem Zimmer. Vielleicht solltest du auch ins Bett gehen. Du schläfst ja schon im Stehen ein. Ich kann das Mädchen nicht einfach hier lassen und verschwinden. Reg dich ab. Ich nehme die Gelegenheit wahr und räume hier ein bisschen auf. Oh, außerdem solltest du mir erzählen, was ich mit deinem neuen Freund anfangen soll. Wem? Dem chinesischen Taxifahrer. Ah, John. Den hatte ich fast vergessen. Die Idee, dass er in der ganzen Stadt rumerzählen könnte, dass er ein kleines Mädchen am Hafen gefunden hat, gefällt mir nicht. Du könntest ihn nicht zufällig? Hier behalten? Ich weiß, das ist viel verlangt, Greta. Mach dir keine Sorgen, ich behalte ihn hier, bis er aufwacht. Aber ich hab was gut bei dir. Sobald die Sache vorüber ist, lade ich dich in einen dieser Clubs auf der Upper East Side, die du so magst, zum Essen ein. Sicher, na egal. Jetzt sieh zu, dass du verschwindest, bevor du mir wieder auf dem Tresen einschläfst. Guten Abend, Del Nero. Hallo, Slowenski. Ich nehme an, du hast gelesen meine Nachricht. Ja, danke für Ihre Großzügigkeit. Okay, du weißt also, dass ich nicht spaße. Und ich habe gehört von deinen Schwierigkeiten heute Nacht. Muss gewesen sein, harte Nacht für dich. Wo haben Sie denn diese Information her?
Ich weiß immer alles über meine Mieter. Ich weiß immer gerne Bescheid, was die Leute in meinen Apartments vorhaben. Klar, kein rein persönliches Interesse. Da bin ich sicher. Genau, Daniero. Wenn du vermeiden willst, unnötige Probleme, ich schlage vor, dass du bezahlst die Miete, die du mir schuldest. Ich würde nicht wollen, dass jemand ruft Polizei und er erzählt schlimme Dinge über dich und deine Gewohnheiten. Drohen sie etwa? Ganz und gar nicht. Aber nur zur Sicherheit. Bezahl lieber, was du mir schuldest. Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich nächste Woche zahle. Die Geschichte habe ich gehört schon so oft, Herr Nero. Ich will mein Geld. Und zwar jetzt. Verdammter russischer Halsabschneider. Hier ist Ihr Geld. Okay, Del Nero. So können wir wieder aufnehmen unsere fruchtbare Mieter-Vermieter-Beziehung. Behalten Sie das Geld und Ihre fruchtbare Beziehung. Nun, ich will doch nur zeigen meine Loyalität mit meinen Mietern. Ich habe gehört von deinen Problemen von einem Polizeiermittler. Einem Polizeiermittler? Da, einem gewissen Ballard. Er hat mich aufgeweckt mitten in der Nacht und mich ausgefragt über dich. Und als er gehört hat, dass du nicht hier bist, wollte er sehen deine Wohnung. Haben Sie ihn etwa reingelassen? Natürlich. Ich habe nicht vor, Probleme zu kriegen mit der Polizei, weil ich decke einen Mieter, der immer zu spät bezahlt. So wie du, Del Nero. Erzählen Sie mir von diesem Polizeiermittler. Was willst du wissen? Was war er für ein Typ? Er hat sich vorgestellt als Detective Ballard von State Police. Er war ziemlich groß, dunkle Hautfarbe, gut gekleidet, sprach etwas komisch, wirkte wie Ausländer. Was hat er in meinem Apartment gemacht? Ich weiß nicht. Er wollte alleine rein, aber es ging schnell. Er wirkte nicht zufrieden, als er ging. Verdammt. Malone versucht mir was anzuhängen. Wer weiß, was der Typ in meinem Apartment zu finden hoffte. Mehr muss ich im Moment nicht wissen. Gut. Warum funktioniert die Heizung nicht? Probleme mit Kessel. Will einfach nicht anspringen. Haben Sie einen Installateur bestellt? Ach, Installateure sind gut wie nichts. Außer viel Geld zu verlangen. Kessel ist noch gut. Etwas einstellen und er wird sein wie neu. Bis er nächste Woche wieder kaputt geht. Wiedersehen, Slovensky. Do svidania, Del Nero. Ein paar Stunden Schlaf sollten mich wieder auf die Beine bringen. Solange Emily in der Kabine schläft, schleiche ich mich an Deck, um eine zu rauchen. Wir werden bald Richtung Kanada aufbrechen und New York, Professor Zindler und diesen ganzen Schlamassel hinter uns lassen. Wir haben es geschafft. Wir sind sicher. Glaube ich. Aber der Lauf einer Knarre zwischen meinen Schulterblättern spricht eine andere Sprache. Es ist der Türke. Er hat uns gefunden. Mit der Geschicklichkeit eines Chirurgen legt er die Hand auf mein Holster und sichert erst die Waffe, bevor er sie mir abnimmt. Er presst die Pistole in meinen Rücken und fängt mit seinem widerlichen Akzent an, mit mir zu reden. Er redet über irgendwas, aber ich höre nicht zu. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie ich aus dieser Lage herauskomme. Aber mir fällt rein gar nichts ein. Wenn ich eine falsche Bewegung mache, wird mich der Türke voll Blei pumpen. Plötzlich lächelt Fortuna für mich. Eine große Welle erschüttert das Boot. Der Türke verliert sein Gleichgewicht. Ein Bruchteil einer Sekunde und ich bin über ihm. Aus seiner Pistole löst sich ein Schuss. Ich ignoriere ihn.
Ich habe keine Zeit herauszufinden, was getroffen wurde. Ich nehme all meine Kraft zusammen und dränge Richtung Laderaum. Der Türke stürzt wie ein Sack Backsteine ein paar Fuß nach unten. Das sollte ihn für eine Weile aus dem Verkehr ziehen. Ich schnappe mir Emily und verlasse das Boot. Sie wissen, wo ich bin. Ich muss mich beeilen und fliehen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss einen Ort finden, wo ich Emily verstecken kann. Wenn der Türke mich finden konnte, werden die anderen auch nicht lange auf sich warten lassen.